Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Matthias Johr. Ich bin seit einigen Jahren bei Akko und seit einigen Jahren darf ich auch hier als Referent auftreten und werde Sie insofern heute durch das Webinar begleiten. Und der Kollege, der hier Corona-konform hinter dieser Schutzwand neben mir sitzt, das ist der Werner Art, einer der Spezialisten bei uns im Hause, was das Gründach anbelangt. Und Gründach, das ist natürlich auch das Thema heute. Dächer neu gedacht, Gründach sicher entwässern. Und insofern wünsche ich Ihnen viel Spaß. Dächer neu gedacht, Gründach sicher entwässern. Wenn wir ein solches Dach sehen, das ist ein Dach, was natürlich genutzt wird. Und zwar ist dort ein Kinderspielplatz, eine Kindertagesstätte drauf installiert. Das muss natürlich dann auch so sein, wenn hier der Regen auf das Dach niederprasselt, dann, dass die Kinder natürlich in dem Gebäude Schutz finden. Aber geschützt werden muss natürlich auch der komplette Dachaufbau. Der darf sich nicht aufschwemmen und in das Gebäude hineingelangen. Dafür ist die Dachentwässerung da. Die muss natürlich das Dach entsprechend schützen. Im Dachbereich ist es so, dass wir natürlich verschiedene Bereiche betrachten müssen. Wenn wir ein solches Dach haben, was genutzt wird, dann haben wir meistens ja, so eine Art Umrandung drumherum, wenn die Leute jetzt nicht auf dem Gründach herumlaufen sollen. Aber auf dem Gründach finden wir natürlich noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Sekuranten, einfach zum Schutz, der bei der Wartung notwendig ist, damit die Leute nicht vom Dach stürzen. Und das sind natürlich dann noch Punkte, auf die wir eingehen. Wir werden auch so ein bisschen auf die entsprechende Dachentwässerung eingehen. Insofern haben wir hier natürlich sehr schön zu sehen, zwei verschiedene Flächen, die mit verschiedenen Abflussbeiwerten beaufschlagt sind und die natürlich dann auch unterschiedlichen Einfluss auf die Dachentwässerung nehmen. Das, was wir jetzt heute vorhaben, ist natürlich auch ein paar Daten und Fakten. Und der BOGG, der Bundesverband Gebäudegrün e.V., der hat ein paar Zahlen und Fakten zusammengestellt. Und da nutze ich mal meinen schlauen Zettel. Rund 80% der Sonneneinstrahlung der zur Verfügung stehenden Energie kann zur Verdunstung genutzt werden. Bei 16 cm Substrat können bis zu 4,5 Liter pro Quadratmeter und Tag der Niederschlagsmenge wieder verdunsten. Im Jahresmittel können somit natürlich etwa 75 bis 90% des Gesamtniederschlags auf dem Dach zurückgehalten werden. Und das Dach ist natürlich nicht nur da, dass Wasser entsprechend verdunstet oder zurückgehalten werden oder zur Kühlung, sondern da haben wir natürlich auch noch weitere Vorteile. Es kann CO2 aufnehmen. Ein 1000 Quadratmeter Dach kann bis zu 313 Kilogramm aufnehmen. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der für die Feinstaubbindung da ist. Bis zu 10 Gramm pro Quadratmeter und Jahr können durch ein extensiv begrüntes Dach entsprechend gebunden werden. So ein Dach ist natürlich auch ein Habitat für Bienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen und Ähnliches. Und auf Gründächern wurden bis zu 236 verschiedene Bienenarten bisher entdeckt. Das sind ein paar Daten und Fakten, um Ihnen so ein bisschen Lust auf das Gründach zu machen. Und Gründach heißt natürlich für uns, wir haben heute eine kleine Agenda vor uns. Wir werden so ein bisschen gucken, wie die Flachdachentwässerung ausgelegt wird. Wir werden aber auch gucken, wie das Ganze abgedichtet wird und eingebaut wird. Und dann werden wir uns nochmal speziell das Gründach anschauen. Und dann werden wir zum Schluss uns natürlich die Frage stellen, können wir das ganze Wasser, was auf dem Dach anfällt, überhaupt ableiten oder müssen wir das durch Retentionsabläufe oder durch Gründächer entsprechend auf dem Dach zurückhalten und was es da natürlich auch für Lösungen seitens Akko gibt. Und zu allerletzt, der fünfte Punkt, den wir heute hier auf der Agenda haben, ist natürlich die Wartung. So ein Dach muss natürlich gewartet werden, damit das zuverlässig funktioniert. Und da habe ich Ihnen auch ein paar Bilder mit aus der Praxis mitgebracht. Ja, die Planung einer Flachdachentwässerung. Im Endeffekt dienen Entwässerungssysteme dem Schutz von Dächern. Was wir hier sehen, ist ein Dacheinsturz. Hier kamen leider vor einigen Jahren Leute zu Tode. Hintergrund war folgender: Das Dach war vorher ein ganz einfaches Foliendach und hier wurde eine Dachbegrünung nachträglich aufgebracht. Aber hier ist es natürlich so gewesen, dass die Dachentwässerung nicht angepasst worden ist. Insofern war die Tragwerkskonstruktion überlastet und damit kam es zum Dacheinsturz. Und das war natürlich nicht wirklich gut.
Die Grundlagen für die Flachdachentwässerung sind so, dass wir verschiedene Normen haben, verschiedene Richtlinien. Im Endeffekt ist es so, dass wir die 1986 haben, die DIN 1986 100. Das ist so sozusagen die Bibel für die Entwässerung und damit natürlich auch die Bibel für die Flachdachentwässerung, weil die ein paar Vorgaben gibt, wie Freispiegel- oder Unterdruckentwässerungssysteme berechnet werden. In Verbindung mit der DIN EN 12056, dort speziell der Teil 3, sind das die beiden Normen, die für die Planung der Flachdachentwässerung relevant sind. In der Landesbauordnung steht zum Beispiel auch drin, welche Abläufe verwendet werden sollen. Und es ist natürlich auch so, dass dort verschiedene Vorgaben zum Brandschutz gemacht werden. In der Ortssatzung kann drin stehen, wie Flachdachabläufe eingebaut werden. In der Ortssatzung steht drin, bis zu welchem Punkt Flachdachentwässerungen berechnet werden, bis zur sogenannten Rückstauebene. Da können aber auch entsprechende Einleitbeschränkungen drin stehen. Und jetzt sind wir bei dem Punkt des Einbaus von Abläufen und das gibt sozusagen die Flachdachrichtlinie vor. Der Dachdeckenaufbau kann eine Rolle spielen. Wenn wir ein gedämmtes Dach haben, werden wir logischerweise Abläufe einsetzen, indem wir die Dampfsperre und natürlich die Abdichtungslage einpressen können. Und die Nutzung der Dachfläche, wie vorhin schon gesehen, wenn wir irgendwo ein Gründach haben, irgendwo eine Dachterrasse, haben wir unterschiedliche Abflussbeiwerte. Und das kann durchaus dazu führen, dass wir die Gesamtdachfläche in einzelne Teilflächen aufteilen müssen. Dann hier mal so ein bisschen die Überblick über die entsprechenden Normen, die Produktnormen. Das ist das, was für uns als Hersteller relevant ist. Das ist die DIN EN 1253 Teil 1 für Bodenabläufe mit Geruchverschluss. Aber im Dachbereich haben wir logischerweise Abläufe, wo gar kein Geruchverschluss eingesetzt werden darf. Insofern ist für die Dachabläufe der Teil 2 relevant. Für Sie in der Planung und in der Ausführung gibt es natürlich dann ein paar Normen, wie eben schon gesagt, die Bibel für die Entwässerungstechnik, die DIN 1986-100 und die DIN EN 12056 Teil 3 für Sie in der Planung zwei der wichtigsten Normen. Aber man muss auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Insofern gibt es natürlich auch zur Abdichtung ein paar normative Vorgaben. Und das ist seit dem Juli 2017 die Normreihe 18531 bis 18535. Und damit ist die alte Abdichtungsnorm 18195 nur noch für Begrifflichkeiten dieser Normenreihe zuständig. Und für Sie, für den Dachbereich, für Laubengänge, Balkone, ist dann die Norm 18531 die Sie bei der Planung auch heranziehen müssen. Gewartet werden müssen die Abläufe auch. Insofern haben wir dann dort auch noch eine Norm und das ist die 1986 Teil 3. Ich habe mal versucht, die Inhalte der 1986-100 und der DIN EN 12056 Teil 3 in so eine Art Checkliste reinzupacken. Und da kommen wir mal zum ersten Punkt, der Berechnung der Regenwassermenge. Die Regenwassermenge wird durch folgende Formel berechnet. Q, also die Regenwassermenge Q, setzt sich aus den Faktoren R55 mal dem Spitzenabflussbeiwert mal der Fläche und das Ganze dividiert durch 10.000 zusammen. Und die Faktoren selbst, das ist sozusagen der Berechnungsregen R55 mit der Jährlichkeit 5 Jahre, aber der Regendauer 5 Minuten. Und bei der Notentwässerung ist es dann R5100, sprich der sogenannte Jahrhundertregen. Der Spitzenabflussbeiwert ist ein dimensionsloser Faktor, der sich so ein bisschen anhand der Belagsoberfläche orientiert. Wenn wir ganz einfache Betondichtungsbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen haben, ist dieser Faktor 1. Das heißt, das ganze Regenwasser, was auf die Dachfläche auftritt, wird auch von der Regenentwässerung aufgenommen. Bei Kiesflächen ist es ein bisschen anders, da ist der Faktor 0,8. Sprich, dort ist es so, dass 80% des Regenwassers von der Entwässerung aufgenommen wird und das kann dann bei begrünten Dachflächen bis zu 0,2 betragen. Sprich, 80% des Regens wird zurückgehalten und nur 20% muss durch die Dachentwässerung abgeleitet werden. Und A, relativ simpel, ist die Fläche, die wir im Grundriss sehen und die 10.000 ergibt sich ganz einfach aus dem Verhältnis zwischen Hektar und Quadratmeter. Insofern haben wir hier schon mal den ersten Haken an der Checkliste dran. Wir wissen, wie die Regenwassermenge berechnet wird. Entwässerungssystem ist ein bisschen schwieriger. Beim Entwässerungssystem gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen natürlich die Freispiegelentwässerung. Dort werden die Leitungen,
die an die Abläufe aus Edelstahl oder aus Kunststoff bei uns angeschlossen werden, mit einem sogenannten Füllgrad berechnet. Dieser Füllgrad beträgt in aller Regel 0,7 und somit hat die Leitung natürlich noch gewisse Reserven. Sie kann durchaus mehr Wasser ableiten, als es bei einem vollgefüllten Rohr der Fall wäre. Das System muss aber immer mit Gefälle verlegt werden und unter Umständen kann es auch der Fall sein, dass mehr Verleitungen notwendig sind. Wenn wir eine abgehängte Decke haben, kommen wir irgendwo durch das Gefälle in einen Bereich, wo wir die Decke durchstoßen würden. Insofern müssen wir an dieser Stelle vorher eine Verleitung setzen und vielleicht ist das vom berechneten System her noch nicht notwendig, aber aufgrund der baulichen Gegebenheiten. Beim Unterdrucksystem ist es so, dass die Abläufe ein sogenanntes Funktionsteil haben. Das ist hier durch diese Kreise markiert und dieses Funktionsteil sorgt dafür, dass wir vollgefüllte Rohrleitungen haben. Es passiert Folgendes, dazu werde ich mal den Pointer aktivieren. Es passiert Folgendes, wir haben einen gewissen Überstau auf dem Dach, der ist normativ festgelegt bei Unterdruckentwässerung mit 55 mm. Damit ist das Funktionsteil natürlich überflutet und wir haben hier eine vollgefüllte Rohrleitung. Die Einzelanschlussleitung ist voll, damit auch die anderen Sammelleitungen am Umlenkungspunkt. In die Fallleitung fällt dieser Wasserpropfen nach unten, sorgt für einen Unterdruck im System und damit natürlich für eine gewisse Absaugung im System selbst. Wir haben große Ablaufleistungen, etwa die dreifache Menge gegenüber einer Freispiegelentwässerung bei kleinen Querschnitten, aber, und das ist der entscheidende Vorteil für Sie in der Planung, wenn wir irgendwo eine Tragwerkskonstruktion da haben, brauchen wir die Leitung einfach bloß mal einmal gerade durchziehen. Wir brauchen kein Gefälle beachten, aber das System muss speziell berechnet werden und es muss natürlich so wie berechnet auch entsprechend installiert werden. Die Berechnung selbst, das macht unsere Anwendungstechnik hier im Haus. Da haben wir sechs Kollegen, die die Berechnungen für Sie durchführen und Ihnen dann die Planung entsprechend zur Verfügung stellen. Ein paar Voraussetzungen gibt es da auch. Wir brauchen eine Mindestfallleitungshöhe. Das ergibt sich so ein bisschen aus der Prüfnorm der Abläufe. Bei 4,2 Metern erreichen diese Abläufe ihr Maximum. Und dann ist es natürlich so, dass wir, wenn wir geringere Verleitungshöhen haben, kann das System durchaus noch funktionieren, aber dann erreicht der Ablauf nicht mehr sein Maximum, sondern vielleicht nur noch an dieser Stelle nicht mehr 16 Liter pro Sekunde, sondern vielleicht nur noch 10 Liter. Aber, und das ist der Vorteil für Sie, Sie dürfen bis zu 5000 Quadratmeter Dachfläche als ein Entwässerungssystem betrachten, sprich Sie brauchen dann bloß eine Verleitung dafür und dann sprechen wir durchaus von 250er oder 300er Leitungen, die dort angeschlossen werden müssen. Der hydraulische Abgleich, der dort notwendig ist, der ergibt sich dann ganz einfach aus der Berechnung. Der ist dann möglich bei Ablaufleistungen von etwa 2,5 Litern pro Sekunde. Das ist eine Fehlung von Akku. Es kann durchaus passieren, dass Sie vielleicht eine kleinere Dachfläche da als Unterdruckentwässerung ableiten wollen. Und dann können wir durchaus auch runtergehen bis auf 1 Liter. Das sehen wir dann aber leider erst in der Berechnung. Also versuchen Sie bei einer Unterdruckentwässerung immer so mindestens 2,5 Liter pro Ablauf auszureizen. Gleicher Flächenbelag in einem Rohrnetz ist relativ einfach erklärt. Wenn Sie unterschiedliche Abflussbeiwerte bei Unterdruckentwässerungen haben, dann kann es durchaus passieren, dass das Wasser von einem Ablauf oder von einer Teilfläche schneller entwässert wird und damit natürlich dann Luft nachgezogen wird im System und damit bricht das ganze System in Anführungszeichen zusammen. Also hier nochmal die Voraussetzung für Unterdruckentwässerung. Nächster Haken in unserer Checkliste kommen wir zur Berechnung der Notentwässerung. Die Notentwässerung ist im Grunde genommen genauso wie hier auch die Regelentwässerung, ist derselbe Ablauf, der über ein separates Rohrnetz entwässert wird oder aber über einen Überlauf in der Attika erfolgt. Aber prinzipiell muss der Notablauf ein zusätzliches Bauteil erhalten, einen sogenannten Anstauring. Und der sorgt dafür, dass die Regelentwässerung ihr Maximum erreichen kann und da erst danach die Notentwässerung anspringt. Diesen Metallrahmen, den Sie noch um die beiden Abläufe drumherum sehen, der ist dann für die Dachbegrünung ganz einfach als Schutz der Abläufe vor Durchwurzelung. Die Berechnung der Notentwässerung sehen wir hier nochmal so ein bisschen aufgeführt. Das ist die zweite Formel, die obere Formel kennen wir ja schon. Wir sehen aber,
in der Regel und der Notentwässerung abgeleitet werden. Und das ist vielen Leuten nicht ganz klar, inwiefern der Abflussbeiwert hier Einfluss auf die Regel oder auf die Notentwässerung nimmt. Und deshalb habe ich hier mal ganz kurz die Folie dazwischen gepackt, der Berechnungsregen 300 Liter pro Sekunde und Hektar, der Jahrhundertregen 600 Liter pro Sekunde und Hektar. Aus der Differenz aus beiden Faktoren ergibt sich ganz einfach, dass wir hier auch für den Jahrhundertregen 300 Liter pro Sekunde und Hektar ableiten müssen. Und wir sehen, beim Abfluss bei Wert 1 werden beide Systeme gleich groß ausgelegt. Wenn ich nächste Folie aber hier Ihnen zeige, sehen Sie, dass mit sinkenden Abflussbeiwert ein Teil des Berechnungsregens hin zur Notentwässerung erfolgt. Und das ist ein relativ wichtiger Punkt, gerade im Hinblick auf auf die Dachbegrünung. Es stellt sich nämlich durchaus die Frage, ob bei begrünten Dächern wirklich Unterdruckentwässerungen installiert werden können. Jetzt habe ich es, Werner. Ja, also auf den Punkt, auf den werden wir nachher auch nochmal so ein bisschen eingehen. Nächster Punkt in der Checkliste, kommen wir zur Dimension und Art der Abläufe, ist relativ einfach erklärt. Jeder Hersteller gibt Ihnen entsprechende Ablaufleistungen vor und die oben errechnete Regenwassermenge müssen wir ganz einfach durch die Ablaufleistung dividieren und damit haben wir die Mindestanzahl der Abläufe. Es gibt noch ein paar andere normative Verweise. In der sogenannten Tiefpunktlinie sollten die Abläufe nicht weiter als 20 Meter auseinandersitzen und jeder Tiefpunkt braucht natürlich auch einen Entwässerungspunkt. Insofern, wenn Sie Einzeltiefpunkte haben und damit natürlich mehr Tiefpunkte als hier errechnet, müssen Sie natürlich auch mehr Abläufe setzen. Positionen der Fallleitung ist auch relativ einfach erklärt. Wenn Sie einen Neubau haben, wenn Sie irgendwo Grundleitungsanschlüsse haben, da werden Sie die Punkte für die Fallleitung nutzen. Insofern müssen dann die Abläufe im Grunde genommen nur noch mit den Fallleitungspunkten verbunden werden. Und damit werden wir bei der Leitungsführung und Dimensionierung des Rohrnetzes. Das erfolgt bei uns prinzipiell mit verschiedenen Rohrleitungssystemen. Einmal das sogenannte GMX-Rohr oder das GMX-Verbundrohr. Hier sehen Sie das Ganze mal in der Ausführung und hier sehen Sie auch, dass die Rohre teilweise, wenn Sie jetzt näher ranzoomen würden, teilweise eine Muffe haben. Das ist bei den Dimensionen, die in 232 bis 200 der Fall. Und die größeren Dimensionen, also die Leitungen, die vier Leitungen, die hier nebeneinander liegen, sind das die drei linken davon. Das sind dann schon größere Dimensionen, den 250 in diesem Falle, und das wird als muffendoses, verzinktes Rohr geliefert, mit einer zusätzlichen Innenbeschichtung, sehr beständig, sehr leicht. Und Werner, du hast mal die Gewichte nochmal rausgesucht, gerade im Vergleich zu Gussrohr. Ja, wir haben das mal gegenübergestellt, und zwar dieses herkömmliche SML, sprich Gussrohr. Dieses DN200er Rohr mit 3 Meter Länge hat schon ein Leergewicht von 71,4 Kilogramm. Das ist natürlich bei der Verarbeitung ein enormes Gewicht, was da die Monteure leisten müssen. Beim GMX-Rohr zum Beispiel sprechen wir hier von weit über 50% weniger Gewicht, was das leere Rohr eben hier wiegt und von hier da gesehen sehr, sehr wirtschaftlich und auch schneller zu montieren. Ja. Wenn Sie natürlich auf das SMX-Rohr, sprich das Gussrohr, bestehen, können wir das natürlich genauso berechnen und auch liefern. Insofern haben wir hier natürlich auch das ganz normale Standard-SML-Rohr im Programm. Wenn es mal etwas höherwertiger sein soll und noch leichter, gerade bei Trapezblechdächern ist das manchmal der Fall, dann können wir natürlich die Dachberechnung auch mit unserem Piperohr durchführen. Das ist ein Stahlrohr, Edelstahlrohr, was in verschiedenen Qualitäten geliefert werden kann, V2, VA und V4A. Auch hier wieder die Muffenverbindung, was eine relativ stabile Verbindung gegenüber einem herkömmlichen CV-Verbinder darstellt. Ja, insofern haben wir hier den letzten Punkt der Checkliste natürlich erfüllt und können jetzt ganz normal nochmal Zusammenfassung. Sie sehen die Dachentwässerung und auch die Notentwässerung. Die Berechnung dieser beiden Systeme ist ein relativ komplexes Thema, aber mit dieser Aufgabe erfüllen Sie natürlich den Schutz des Daches, also eine Notwendigkeit, die durchgeführt werden muss. Und wenn Sie dort Fragen haben, können Sie gerne unsere Anwendungstechnik ansprechen und die steht Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Ja, und mit der Gründach und den Besonderheiten des Gründachs wird sich jetzt der Werner beschäftigen. Viel Spaß.
Ja, erstmal von meiner Seite hier nochmal ein herzliches Grüß Gott an der Stelle. Wir wollen uns im Teil 2 speziell mit dem Schichtenaufbau und speziell mit der Erstellung eines Gründeres befassen. Als Beispiel haben wir hier mal ein Objektfoto gewählt, wo wir hier zwei Punktabläufe sehen. Diese Punktabläufe liegen im Tiefpunkt, das heißt, das meiste oder ein sehr großer Teil des Oberflächenwassers wird über diese Tiefpunkte, über diese Abläufe abgeführt. Natürlich wird auch Wasser das Schichtenpaket durchdringen, wird im Schichtenpaket gespeichert werden und letztendlich bevorratet werden auf dem Dach. Und das heißt, unter Umständen könnte man hier auch stehendes Wasser auf dem Dach haben. Und hier bei der nächsten Folie sehen wir hier übermäßig stehendes Wasser, das eben vermieden werden sollte. Das heißt, hier könnte es durchaus zu Schädigungen des Pakets kommen, des Schichtenaufbaus oder natürlich auch zur Beeinträchtigung der Abdichtung, wenn hier längerfristig Wasser stehen bleibt. Wir wissen ja alle, bei stehendem Wasser können sich sogenannte Mikroben, Mikroorganismen bilden, die verschiedene Dachabdichtungsbahnen angreifen können. Letztendlich aber noch sehr, sehr oder viel, viel wichtiger, dieses stehende Wasser bringt natürlich auch viel mehr Gewicht, Flächengewicht auf die Dachfläche, wo eben dann statisch unter Umständen nicht erfasst war und dann im Worst Case, sage ich jetzt mal, die Statik beeinträchtigen könnte. Es gibt grundsätzlich zweierlei Arten von Gründächern. Zum einen auf der linken Seite sehen wir das sogenannte extensiv begrünte Dach. Das heißt, hier haben wir ein Substrat, das aufgebracht wird. In der Regel beginnt die Schichtdicke bei 10 cm bis max 30 bis 40 cm. In diesem Substrat ist meistens auch schon die Bepflanzung mit integriert. Das heißt also, hier ist das Samenkorn mit integriert. Und mit Aufbringen des Substrates wird eben auch gleich das Samenkorn mit aufs Dach gebracht und eben speziell ausgewählte Pflanzen würden dann gedeihen. Auf dem rechten Bild sehen wir ein sogenanntes intensiv begrüntes Dach. Vom Aufbau könnte das jetzt wieder ähnlich sein. Der Unterschied zwischen extensiv und intensiv liegt darin, dass beim intensiv begrünten Dach tatsächlich erdreich aufgebracht wird und hier sprechen wir mal durchaus von Schichtdicken bis zu 1 m. Und auf so einem intensiv begrünten Dach könnten durchaus auch Bäume wachsen und so weiter. Ganz klar in diesem Fall ist die Statik enorm zu berücksichtigen, weil eben dann diese Schichtenpakete, wenn sie durchfeuchtet werden, natürlich enorm an Auflast oder an weiteren Gewichtseintrag bringen. Wir haben Ihnen hier in den nächsten drei Folien eine Checkliste zur Verfügung gestellt oder stellen wir ihn zur Verfügung vom BUGG, wie schon erwähnt, vom Bundesverband Gebäudegrün e.V. Und aus unserer Sicht eine sehr wertvolle Checkliste, gerade für den Planer, die ihm helfen soll, ein Gründach wirtschaftlich und auch optimal zu planen. Als Punkt 1 spricht diese Checkliste hier von einem Wurzelschutz. Und hier taucht auch dieser Name FLL auf. In Abdichtungskreisen, also dieses FLL ist die Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau. Und da werden eben diese Dachbahnen entsprechend geprüft oder in verschiedenen Regelaufbauten eben getestet. Ist eigentlich jede Dachdichtungsbahn wurzelfest oder gibt es da spezielle Bezeichnungen, an die man sich so ein bisschen langhangeln kann? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, momentan diese modernen Dachbahnen, die derzeit auf dem deutschen Markt vorherrschen, werden in der Regel alle wurzelfest sein. Die Problematik beim Gründach ist tatsächlich die Nahtverbindung. Also es gibt natürlich extrem aggressive Wurzler, da gehört zum Beispiel Bambus oder Schilf dazu. Das sind sogenannte Rhizomenwurzler, die eben spezielle aggressive Wurzeln haben und dann die Nahtverbindung angreifen könnten. Deswegen eben diese Prüfung nach FLL. Das heißt, hier werden in einem speziellen Prüfaufbau solche aggressive Wurzler angepflanzt und die Folien, die da oder diese, die da die Abdichtung darstellen, müssen über einen Zeitraum von 2 bis 4 Jahren eben dieser Durchwurzelung standhalten. Und dann haben diese Folien dieses sogenannte FLL-Prüfzeugnis. Wenn dies bestanden ist, kann man ja also mit gutem Gewissen davon ausgehen, dass diese Wurzeln auch durchwurzelungsfest sind.
Es gibt dann eine weitere Maßnahme, die man ergreifen kann, mit zusätzlichen Wurzelschutzbahnen, Schutzlagen und so weiter, um eben hier höchste Sicherheit bei der Abdichtung zu haben. Der zweite Punkt ist diese zusätzliche Flächenlast, die wir eingehend ja schon behandelt hatten. Das heißt also, hier muss man nicht nur diesen Schichtenaufbau, den man aufbringt, beachten, sondern eben auch, was zusätzlich aufgebracht wird durch stehendes Wasser, Durchfeuchtung des Pakets und so weiter. Wenn wir jetzt die Dachentwässerung betrachten, dann ist es natürlich so, dass die Entwässerungsebene entwässert wird, die Abdichtungsebene. Und die Notentwässerung springt aber erst dann an, wenn sozusagen das gesamte Paket durchfeuchtet ist, sprich oberflächlich auf der Dachbegrünung wird dort entwässert. Wird das dann auch mit bei der Flächenlast berücksichtigt? Korrekt, das muss man definitiv berücksichtigen. Also wie du richtig schon gesagt hast, diese Notentwässerung wird erst einmal vorrangig das Oberflächenwasser entwässern. Und mit dem längeren Regenereignis wird dieses Paket immer mehr durchfeuchtet, durchnässt. Wie gesagt, wir haben stehendes Wasser, wir bringen mehr Gewicht auf das Dach. Und eben dieses Mehrgewicht, was das Substrat aufnehmen kann, das müssen wir tatsächlich bei der Planung oder bei der statischen Planung auch mit erfassen. Punkt 3. Ein sehr wichtiger Punkt, dazu gab es auch schon Fragen im Chat. Man ging früher her und sagte, Gründach bedeutet gleich Null Dach oder 0 Grad Dach. Das heißt, bei einem 0 Grad Dach haben wir auch dann immer die Problematik, dass wir sehr viel stehendes Wasser haben. Der Trend oder das modernere Dach geht jetzt auch beim Gründach immer davon aus, dass wir ein Mindestgefälle von mindestens 2 bis 3% haben. Was auch aus unserer Sicht sehr wichtig ist, weil eben dann dieses Wasser doch relativ zügig abgeleitet werden kann. Es gibt auch Gründächer, die noch größere Dachneigungen haben, teilweise über 10 Grad. Hier muss man aber tatsächlich mit speziellen Vorkehrungen, sogenannten Abschubsicherungen, Abschubriegeln, kalkulieren, dass eben dieses Gründachpaket da nicht abrutschen kann. Gefälle, heißt das nur Gefälle für die Abdichtungsebene oder auch? Vorteilhafter, auch diesen Oberbelag im Gefälle mit einzuplanen. Denn man muss sich vorstellen, wenn man hier ein bisschen längere Wegstrecken vom Dachrand bis zum Dachgully hat und bei 2 bis 3% Gefälle, würde das bedeuten, dass man den Dachgully, wenn man eine gerade Oberfläche haben möchte, extrem hoch aufstocken müsste. Bedeutet wiederum mehr Gewicht am Dach, bedeutet auch wiederum, dass hier noch mehr stehendes Wasser eben sich ansammelt. Also aus meiner Sicht und für mein Dafürhalten würde ich die Oberflächenplanung auch im Gefälle einplanen, wenn es irgendwie geht. Also es ist jetzt eine genutzte Dachterrasse, da kann man sich sicherlich darüber streiten, ob man hier die Dachterrasse im 0-Grad-Gefälle dann ausführt. Aus Sicht der Entwässerung macht es natürlich auch Sinn, das Gefälle an der Oberfläche mit weiterzuführen. Hat so ein bisschen was mit Erwartung zu tun. Wir haben manchmal damit zu kämpfen, dass die Leute die Wartung nicht mehr durchführen können, weil ganz einfach der Schichtenaufbau zu hoch ist. Und man würde den Punkt natürlich dann entsprechend gegenarbeiten, wenn man das Gefälle wirklich auch an der Oberfläche der Dachbegrünung durchführen würde. Beim Punkt 4 befasst sich diese Checkliste mit der sogenannten Windzuglast, Verwehsicherheit. Das heißt also, wir kennen das ja beim mechanisch fixierten Flachdach, dass man natürlich diese Dachhaut sichern muss für Windzug oder Gegenwindzug. Beim Gründach ist es ja so, dass auf dem kompletten Paket die Begrünung drauf liegt und diese Begrünung muss natürlich geschützt werden gegen Verwehen oder eben gegen diese Windzugkräfte. Gibt es auf dem Dach besonders exponierte Bereiche, die besonders geschützt werden müssen vor Windzug? Das ist beim Gründach ähnlich wie beim mechanisch fixierten Dach. Das heißt, es gibt ja diese sehr stark belasteten Eckbereiche und dann die auch sehr noch stark belasteten Randbereiche. In diesen Bereichen werden Vorkehrungen getroffen, meist mittels Kiesstreifen, die dann in Breite und Höhe dann entsprechend so ausfallen, dass gerade diese stark belasteten Rand- und Eckbereiche eben gegen Verweh und gegen Windzug gesichert sind. Punkt 5 bei der Checkliste ist die Entwässerung. Da haben wir ja schon gehört, dass es hier eine Notwendigkeit ist oder beziehungsweise eine Abhängigkeit gibt in den Abflussbeiwerten. Danach richtet sich die Anzahl der Dachabläufe.
Man kann sagen, so umso höher, umso dicker das Schichtenpaket, umso weniger ist der Abfluss bei. Das heißt, umso weniger schnell wird der Dachablauf mit Wasser beaufschlagt. Aber dafür die Notentwässerung muss dann umso größer oder umso reichhaltiger dimensioniert sein, damit eben das überschüssige Wasser bei einem Großregenereignis auch sicher vom Dach abgeleitet werden kann. Natürlich auch nochmal das Zusammenspiel Begrünung und Entwässerung, wie schon angesprochen, dass die Abläufe richtig platziert werden, dass das Wasser auch zielgerichtet und schnell zum Dachablauf geleitet werden kann. Und aber da kommen wir dann beim späteren Schichtenpaket noch dazu, welche Maßnahmen man hier ergreifen kann. Schichtenaufbau Gründach, wie eingangs schon erwähnt, extensiv, intensiv. Hier ist es einfach, welche Nutzungsform angedacht ist für das Dach. Soll es ein Spielplatz werden? Soll es eine einfache Dachterrasse werden? Davon abhängig wird dann der Schichtenaufbau werden. Davon abhängig ist dann, welche Pflanzen gewählt werden. Also das muss man im Vorfeld festlegen, wie die Nutzung des Gründaches aussehen soll. Beim Punkt 7 muss ich mal schmunzeln. Wasseranschluss bei einem Gründach oder bei einer Dachentwässerung. Klingt komisch, ist aber so. Tatsächlich wird dieser Wasseranschluss sehr häufig nicht eingeplant oder vergessen. Und man erinnere sich so an die letzten 3 trockenen Sommer, wo vielleicht die Regenspende nicht ausreichend war, dieses Grün entsprechend zu bewässern. Und es hat sich einfach ausgezeichnet, dass man eben auch bei einem Gründach einen Wasseranschluss vorsieht, um eben dann bei trockenen Sommern das Grün entsprechend zu bewässern. Gerade in der Anwachsphase, Startbewässerung, ist es halt sehr, sehr wichtig. Da haben wir auch schon die erste Frage oder eine der ersten Fragen im Chatbereich, die genau auf dieses Thema anspielen. Es wird gefragt, ist der Wasseranschluss zwingend vorgeschrieben? Vorgeschrieben in dem Sinn nicht, aber wie gesagt, es ist ganz klare Empfehlung aus von uns eben hier diesen Wasseranschluss zu berücksichtigen. Ein weiterer wichtiger Punkt, hier geht es absolut um die Sicherheit, ist die Absturzsicherung. Absturzsicherung nicht nur während der Bauphase und auch hier, wie man lesen kann, schon bereits bei einer 2 Meter Absturzhöhe ist eine Absturzsicherung zwingend notwendig. Also Sie als Planer sind hier in der Pflicht, eben das einzuplanen. Und wie gesagt, nicht nur in der Bauphase, sondern auch in der weiteren Nutzungsphase ist diese Absturzsicherung eben wichtig. Ja, Absturzsicherung. Oftmals ist es auch so, dass der zweite Rettungsweg bei bestimmten Gebäudeklassen oder Gebäudetypen dann über das Dach geführt wird. Dort werden dann weniger Sekuranten verwendet, wo man mit der persönlichen Schutzausrüstung sich anleihen kann, sondern da gibt es dann richtig Geländersysteme. Und diese Geländersysteme müssen jetzt nicht zwingend durch die Dachhaut durchgeführt werden und mit dem Tragwerk verbunden werden. Oft ist es auch so, dass einfach die Auflast des Daches als Fixierung hier genutzt wird. Ganz genau, wie gesagt, du hast schon angesprochen, Sekuranten ist ein sehr häufig eingesetztes Medium für Absturzsicherungen, aber gerade diese neuartigen mit Auflast behafteten Absturzsicherungen setzen sich immer mehr auf dem Markt durch. Punkt 9 ergibt sich logischerweise aus dem Ganzen. Ein Gründach hat natürlich einen etwas höheren Wartungs- und Pflegeaufwand wie ein normales Kiesdach oder frei bewittertes Dach. Und hier ist es eben wichtig, zum einen einen Zugang zum Dach zu schaffen, sei es mittels Aufgangstürmen oder Aufgangsleitern, um eben dann diese Pflege- und Wartungsarbeiten ausführen zu können. Und als letzten Punkt in der Checkliste haben wir noch diese Abstimmung mit den anderen Gewerken, werden wir dann in so einer Bildfolge auch noch sehen. Die Häufigkeit, dass Photovoltaik auf ein Gründach kommt, ist sehr, sehr oft gegeben. Hier gilt es eben, sich da abzustimmen, welche Systeme verbaut werden sollen. Die Kombination Gründach- und Brauchwassernutzung aus unserer Sicht gar nicht mehr hinwegzudenken bei einem Gründach. Kommen wir auch noch später dazu. Und dann dieses Gründach als Retentionsdach. Das heißt, dieses Dach speichert in der Regel so viel Wasser oder Kapazität, damit sich das Gründach dann auch selbstständig versorgen und bewässern kann. So, ich würde hier mal ganz kurz dazwischenhaken und gehen wir mal so ein bisschen auf den Chatbereich, Ja, alles gut. auf Fragen ein. Dazu werde ich noch mal ganz kurz so ein bisschen hochscrollen. Die Frage von verschiedener Seite war schon, ob wir die Präsentation zur Verfügung stellen. Ja, Sie bekommen, da greife ich jetzt ein bisschen in meinen Schlussworten,
vor. Sie werden die Präsentation natürlich zur Verfügung gestellt bekommen und insofern gibt es dann auch ein Handout des Vortrages. Es war hier noch eine Frage, warum ist das Dach eingestürzt? Es war leider nicht in, oder es war nicht in Deutschland, dieses Bild, was ich vorhin gezeigt hatte. Das war ein Bild aus Russland oder Weißrussland. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo das war, 2012. Die Notentwässerung ist jetzt nicht in jeder Norm vorgeschrieben, gerade nicht in Europa. Insofern der Verweis, dass die Notentwässerung hier hätte anspringen müssen, der ist natürlich in diesem Fall nicht gegeben gewesen. Ob eine Unterdruckentwässerung beim Nullgefälle-Dach funktioniert, da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Werner hatte ja schon gesagt, dass das Wasser möglichst schnell zu den Abläufen gelangen kann. Insofern würde ich jetzt beim Nullgefälle-Dach nicht wirklich eine Unterdruckentwässerung planen, beziehungsweise genau andersrum, bei einer Unterdruckentwässerung würde ich immer ein gewisses Gefälle vorsehen, damit das Wasser dann auch möglichst zügig zum Ablauf gelangt. Und das ist genau das kleine Problem, was es bei Gründächern gibt. Das Wasser muss natürlich dann durch das Gründach auch hindurch gelangen zu den Abläufen. Insofern wird gerade im Bereich der Abläufe dann durchaus auch mal Leitsysteme, die wir dann auch noch gleich bildlich sehen, installiert, sodass das Wasser dann relativ zügig zum Ablauf gelangen kann. Die DIN 1986-100, ich hatte ja vorhin gesagt, dass in Tiefpunktlinien der Abstand zwischen den Abläufen 20 Meter nicht überschreiten sollte. Und damit verbunden natürlich die Frage, gibt es gewisse Empfehlungen zu Abständen? Wir haben oftmals damit zu tun, dass die Leute die Abläufe möglichst weit auseinandersetzen wollen. Insofern ist das eine Empfehlung in der Norm? Man kann diesen Wert von 20 Metern durchaus überschreiten, was Systeme anbelangt. Man kann aber auch, es gibt noch mal ein paar andere Abstandsmaße, die dort eingehalten werden müssen, und zwar von Flanschaußenkante zu Flanschaußenkante bei Abläufen. Das gibt die Abdichtungsnorm vor, sollten die Abläufe nicht, beziehungsweise ist ein Maß vorgegeben von 30 cm bei bahnförmigen Abdichtungsstoffen und 10 cm bei insofern gibt es dann bei der Unterschreitung ein Mindestmaß von 10 bzw. 30 cm, bei der Überschreitung, wie gesagt, die Empfehlung 20 Meter und jeder Tiefpunkt muss entwässert werden. Ich hoffe, die Frage ist damit ausreichend beantwortet. So, und dann gibt es noch eine letzte Frage, die ich jetzt hier auf die Schnelle erkennen kann. Wie erfolgt die Regenwasserdrosselung bei Retentionsdächern? Das zeigen wir ja gleich nochmal, da werden wir dann gleich nochmal drauf eingehen. Insofern kommen wir zum nächsten Punkt und dem Schichtenaufbau. Hier nochmal ein kleines Beispiel, eben wie die Absturzsicherung hier während der Bauphase ausgesehen hat. Wie gesagt, nicht nur während der Bauphase eben wichtig. Und hier im Hintergrund kann man ein bisschen diesen Sekuranten erkennen, der eben bei der Abdichtungsarbeit schon eingearbeitet wurde und hier eben dann für Wartungszwecke genutzt wird. Hier mal ein Beispiel eines Unterdruckgullis, wie er auch bei einem Gründach eingesetzt werden kann. Und das zeigt uns jetzt dann gleich die weitere Bildfolge. Schichtenaufbauten bei Gründächern wollen wir noch kurz eingehen. Und zum einen, wie man es auch hier schön sieht, ist der Dachablauf auch immer mittels eines Kiesstreifens gegen Einschwemmung von Substrat zu sichern. Und der eigentliche Schichtenaufbau kann jetzt eben so aussehen. Wir haben hier das Tragwerk, die Konstruktion. Hier haben wir ein sogenanntes Warmdach. Hier wäre diese Abdichtungsebene. In dem Bereich haben wir die Dämmebene, die Dämmschicht. Dann kommt die Abdichtungsebene, die eben hier speziell sitzt. Die wird wieder eingedichtet im Oberteil des Dachablaufes. Dann die sogenannte sehr wichtige Drain- oder Drainageschicht. Hier wird eben Wasser gespeichert, damit sich dann die Pflanze das Wasser holen kann im späteren Verlauf. Darüber sieht man hier nochmal sogenannte Filtermatten, Schutzmatten, damit eben auch Erdreich oder Substrat nicht in dieses Drainagesystem eingespült wird und dann oben diese Vegetationsschicht, das Substrat eben als extensiv oder intensiv ausgeführtes Gründach.
So, jetzt haben wir diese Bildfolge, wie entsteht ein Gründach? Da haben wir mal ein Beispielobjekt eben. Hier sehen wir eben diese Abdichtungsebene. Sehr schön zu sehen, die eingedichteten Sekuranten, die später eben dann auch genutzt werden für die Wartungsarbeiten, für die Absturzsicherung. Auf diese Abdichtungsebene kommt eine Schutzlage und dann das sogenannte Drainagesystem. Diese Drainagematten, Drainagekammern hier schön zu sehen mit diesen Kanälen. Hier wird eben dieses überschüssige Wasser dann zielgeführt zu den Abläufen geführt, um eben ein Überschwemmen, ein Überfluten des Paketes zu vermeiden. Ansonsten wird das restliche Wasser in den Kammern gespeichert. Über dieses Drainagesystem kommt dann dieses Filtervlies, Schutzvlies, je nachdem. Manche werden sich wundern, was dieser Schlauch hier zu suchen hat. Da kommen wir gleich dazu. Und hier sehen wir schon, auf dieses Schutzvlies kommt auch schon das Substrat. Das kann zum einen manuell mittels Big Pack oder Kiesbombe aufgebracht werden. In dem Fall wurde das Substrat mittels eben diesen dicken Schlauch aufgeblasen. Also unten stand ein Silowagen und dann wird eben das aufgeblasen, weil es doch ein relativ großes Dach war. Geht halt schneller. Ich unterbreche dich mal ganz kurz. Okay. Hier ist es so, dass es relativ nass war. Insofern musste das Substrat beim Ausblasen nicht befeuchtet werden. Dieser Schlauch hat in aller Regel auch nochmal eine Anschlussmöglichkeit, sodass das auch befeuchtet dann entsprechend aufgebracht wird. Also hier auch sehen, dass immer abschnittsweise gearbeitet wird. Also diese Streifen hier, was diese Verleger aufbringen, dient dazu, dass wir hier den Überlappungsbereich des Vlieses haben. Dann haben die das gleich mit Substrat beschwert, damit es dann bei Wind eben nicht ständig fortgeweht wird. Erleichtert natürlich die Verlegearbeiten. Hier sehen wir dann Sektionen, beschriftete Sektionen. Bei diesem Dach wurde eine sogenannte Leckageordnung eingeplant. Was heißt, oder andersrum, wer jemals schon auf einem begrünten Dach eine Leckage finden musste, weiß, wie schwer, also fast unmöglich ist, um das zu finden, also mittels Elektro-Leckageordnung gar nicht möglich. Und es gibt sehr, sehr moderne Systeme eben, wo man das Dach in Sektionen einteilt und dann mittels digitaler Technik oder eben Elektrotechnik dem Betreiber, dem Facility Management gemeldet wird, wo die Leckage eben ist und dann natürlich auch zügig und schnell gefunden werden kann. Sind in der Regel meistens Gittergewebematten, die da eingebracht werden und eben mittels elektronischen Widerstand wird hier gemessen, wo ein Wasserdurchsatz ist und somit zeigt er relativ genau, also fast Quadratmeter genau an, wo die Leckage eben zu finden ist. Hier ist auch fast fertig aufgebracht, also wir sehen, das Substrat ist komplett aufgebracht und hier nochmal auf diese Fragestellung Gründach und Unterdruckentwässerung. Also hier sieht man sehr schön, wurde im Randbereich, im Kehlbereich, es war komplett ein Pultdach in dem Fall, wurde eine Linie, eine Rinne angebracht, um eben das Wasser möglichst schnell, das von hier ankam, zu den Dachkulissen zu befördern. Wir hatten bei diesem Dach eine zweiteilige Lösung, das heißt, das Hauptwasser wurde über die Freispiegelentwässerung entwässert und die Notentwässerung mussten wir aufgrund des großen Notwasseranfalls über Unterdruckentwässerung entwässern. Man hatte das im Vorfeld, der Planer oder der Architekt, mit Attika-Speiern oder mit Rohrspeiern berechnet und da wären es hier bei diesem Dach an die 40 Speier gewesen, Attika-Schlitze, damit man das Notwasser weggebracht hätte. Wir haben dann eben ein System empfohlen, dass wir die Notentwässerung mittels Unterdruckentwässerung entwässern und dann kamen wir auf maximal 16 Notentwässerungsabläufe in dem Bereich, um das Dach sicher bei Starkregenereignissen zu schützen und zu sichern. Hier der Punkt, wie bereits angesprochen, Gründach und Photovoltaik gibt es natürlich sehr, sehr oft im Bereich und gerade muss man sich eben hier im Vorfeld Gedanken machen, was ist die optimale Form oder Ausbringung der Photovoltaikanlage?
Ja, wir hatten es ja vorhin in der Checkliste schon, dass sich verschiedene Gewerke hier abstimmen müssen. Hier sieht man diese Kanäle, die parallel zu den Photovoltaikanlagen liegen, sind im Grunde genommen die Verkabelung dafür. Wir sehen aber im Hintergrund auch, dass die Dachbegrünung relativ hoch gewachsen ist. Das ist jetzt nicht unbedingt die Standardbegrünung, die dort geplant war. Das kann durchaus Material sein, was in der Anwuchsphase dort als Unkraut aufs Dach getragen worden ist. Und insofern hätte man vielleicht an dieser Stelle die Dachbegrünung doch vielleicht ein bisschen höher setzen können oder höher planen können. Aber die Photovoltaikanlage ist dann ganz einfach relativ tief. Die Aufständerung, das ist so gewünscht gewesen bei diesem Projekt, führt aber auch zu einer Verschattung unterhalb der ja, Solarpaneele und damit natürlich auch zum schlechteren Wuchs an dieser Stelle. Also da müssen sich die Gewerke durchaus abstimmen. In der Tat muss man tatsächlich die Entscheidung treffen, seitens des Bauern, seitens des Planers, wie wichtig ist die Photovoltaik, wirtschaftlich muss die sein. Hier sicherlich nicht das optimale Beispiel, Verhältnis Photovoltaik zum Gründer. Also sehe ich ganz genauso. Ja, und hier sieht man Löwenzahn, aber ich gehe mal davon aus, Werner, das war nicht wirklich planmäßig Löwenzahn da oben drauf. Ich denke mal nicht, dass der Löwenzahn im Substrat mit gewünscht ist. Nee, wie du schon gesagt hast, hier ist einfach wilder Anflug. Teilweise kann das auch mit Vögeln eingetragen werden. Da muss man natürlich frühzeitig darauf achten, dass es bekämpft wird und damit sich das eigentliche Substrat auch dann sehr gut entwickeln kann. Bei diesem Bild sieht man jetzt nochmal sehr, sehr schön eben diesen Eckbereich und auch hier dann anschließend der Randbereich, der hier mittels Kiesstreifen eben für die sogenannte Windzugsicherung verantwortlich ist. Okay. Ja, das Gründach und damit natürlich auch die Entwässerung muss miteinander geplant werden. Das ist das eine. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den einzelnen Punkten, wie die Dachentwässerung überhaupt im Dach installiert werden kann. Also sprich der Einbau und die dazu gehörige Abdichtung. Wenn wir mal uns in Berlin so ein bisschen die Gründächer anschauen, das ist jetzt der Blick vom Alexanderplatz. Nicht vom Fernsehturm, den sehen Sie so ein bisschen oben, sondern vom Hotel vom 37. Stock. Und was Sie dort sehen, ist eine Dachbegrünung, auch wenn es jetzt nicht wirklich so aussieht. Grün ist das nicht wirklich, aber das sind Sedumsprossen, die so ein bisschen rotbraun die Färbung haben. Und das ist natürlich ein Dach, was auch ja, relativ wenig Wartungsaufwand hat. Sie sehen aber bei dem linken Gebäude auch Gründachbereiche und Terrassenbereiche. Und damit kommen wir natürlich zu verschiedenen Belastungen, die so ein Dachablauf und so eine Dachfläche standhalten muss. Sprich, wir haben gewisse Verkehrsbelastungen und das ist beim ganz normalen Dach, was begrünt ist und wo wirklich bloß Wartungspersonal ist, kann der Dachablauf einfach die geringste Klasse haben, sprich Klasse H1,5. Das sind die Prüfkraft, die dort auf den Ablauf aufgebracht wird, beziehungsweise auf den Rost. Das sind 1,5 Kilonewton. Physikalisch nicht ganz korrekt, aber das kann man so ein bisschen mit 150 Kilo annehmen. Die nächstgrößere Klasse müssen wir dann schon bei begehbaren Dächern nutzen, also sprich, wo nicht vermieden werden kann, dass die Leute auf dem Ablauf, auf dem Rost laufen. Insofern haben wir dort die Klasse K3, so Pi mal Daumen 300 Kilo. Und sobald wir dann wirklich mit Rasentraktoren oder Ähnlichem auf dem Dach unterwegs sind, müssen wir dann schon die nächstgrößeren Klassen nehmen. Das wäre dann L15. Es gibt noch so eine Zwischenklasse, die R50. Und dann im Parkdeckbereich sind wir so noch eine Klasse höher, die M125, sprich 12,5 Tonnen Belastung, die dort auf den Ablauf einwirken. Die Belastung ist das eine, der Dachaufbau ist das andere. Im Dach haben wir sozusagen drei verschiedene gängige Einbauarten. Zum einen natürlich das Kaltdach, das wäre die Tragwerkskonstruktion und eine Abdichtungsebene. Und dann halt die Auflast, ob das eine Kiesfläche oder ein grünes Dach ist, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Der Aufbau ist im Grunde genommen immer gleich. Dann haben wir das sogenannte Warmdach, was Werner vorhin schon mal gezeigt hatte. Das ist im Grunde genommen die Tragwerkskonstruktion, eine Dampfsperre, dann die Dämmschicht und darauf dann die entsprechende Abdichtungsebene und dann die Auflast, die noch oben drauf ist, sprich ein Gründach oder ein bekiestes Dach. Und zu guter Letzt haben wir natürlich nochmal eine dritte Variante, das ist so eine Art Kombi-Variante. Das ist im Grunde genommen die Tragwerkskonstruktion, eine Abdichtungsebene und darüber liegt dann die Dämmschicht. Also die Dämmschicht kann in diesem Falle
nass werden und darauf haben sie dann bloß nochmal so eine Art Vlies, bevor dann die Auflast zwingend erforderlich ist. Und bei der Auflast wird dann durchaus auch ein Gründach eingesetzt. Und dann ist es so, dass der Ablauf natürlich die Entwässerungsebene entwässern muss oder die Abdichtungsebene entwässern muss. Und das ist die Abdichtungsebene auf der Tragwerkskonstruktion, die dann dort entwässert wird. Die Abdichtungsebenen, das sind im Grunde genommen dreigängige Dachdichtungsbahnen. Das können Betondichtungsbahnen sein, Polyolefine-Dichtungsbahnen oder aber die PVC-Bahnen, danke. Und für unsere Edelstahl- oder Gussabläufe ist es überhaupt kein Thema. Alle drei Materialien können damit verbunden werden. Wir haben durch den Pressdichtungsflansch, dort haben Sie die freie Wahl der Abdichtung. Es werden im Grunde genommen die Löcher für diese Bolzen, die Sie dort sehen, ausgestanzt. Das ist eine Vorgabe der Flachdachrichtlinie, ist auch zwingend erforderlich. Dann wird der Pressdichtungsflansch aufgepresst. Vielleicht kommt noch eine Dichtungsbeilage dazu, kommt immer so ein bisschen drauf an, was für eine Bahn Sie haben. Und dann wird das Ganze mit einem Drehmomentschlüssel angezogen, kreuzweise, so wie man es vom Autoreifenwechseln kennt. Und insofern geben wir das Drehmoment an dieser Stelle auch vor. Das ist ein Maximaldrehmoment, damit die Bolzen entsprechend auch sicher im Ablauf bleiben und nicht herausgerissen werden. Aber im Endeffekt gibt der Dichtungsbahnhersteller Ihnen das maximale Drehmoment an dieser Stelle vor. Der weitere Gründachaufbau, das kann dann natürlich die Entwässerung auf verschiedene Art und Weisen erfolgen. Wir haben solche Polymerbetonaufsätze, die entwässern, wie Sie hier schon schön sehen, über diese unteren Drainageöffnungen dann die Abdichtungsebene und das Oberflächenwasser kann dann auch entsprechend abgeleitet werden. Gibt in verschiedenen Bauhöhen den letzten Zentimeter, wie Sie hier sehen, können Sie durch ein Mörtelbett realisieren, sodass Sie das dann auch millimetergenau entsprechend ausjustieren können. Die zweite Möglichkeit, also hier sehen Sie nochmal die entsprechende Höhenverstellmöglichkeit für extensiv oder intensiv begrünte Dächer mit verschiedenen Aufbauhöhen. Sie haben auch die Möglichkeit, höher liegende Dachflächen anzuschließen. Da haben Sie so einen 100er Anschlussstutzen, der kann dann rausgeschlagen werden und dann kann natürlich eine ganz normale sechsteilige Rinne angeschlossen werden. Die zweite Möglichkeit sind solche Dachaufsätze für Dachabläufe. Die können dann einfach über den Dachablauf drüber gestülpt werden, stehen dann im Grunde genommen auf der Dachhaut und diese Retentionsboxen, wie Sie sie hier sehen, oder die Retentionsmatten werden dann stumpf angestoßen, sodass Sie dann natürlich die Entwässerung an dieser Stelle auch zuverlässig über diese Drainageöffnungen in diesen Aufsatzkästen realisieren können. Die letzte Möglichkeit sind dann entsprechende Höhenverstellringe. Die können dann auch aufeinander gestapelt werden, können auch relativ hohe Überlastungsklassen realisiert werden. Also M125 ist dort kein Problem und dort können Sie dann auch durch so eine Art Stufensystem das in 5 mm Schritten problemlos anpassen. Achten Sie aber bitte drauf, nur eine gewisse Höhe. Insofern müssen Sie natürlich dann auch noch mit dem Arm runterkommen bei der Wartung, beziehungsweise die Leute, die die Wartung durchführen, also nicht unendlich hoch stapelbar. Die Abdichtungsnorm, die 18531, gibt noch ein bisschen was vor. Und zwar die Dachentwässerung sollte muss nach DIN 1986 und 100 geplant werden. Höher liegende Fassadenflächen, hatte ich eben schon mal ganz kurz erwähnt, müssen natürlich bei der Dimensionierung der Abläufe mit berücksichtigt werden. Und ein ganz wichtiger Punkt, Abläufe müssen an den tiefsten Stellen zu oberflächenbündig eingebaut werden, nicht wie das hier der Fall ist. Das Wasser einfach durch Fließrichtungspfeile in die richtige Richtung locken, das funktioniert hier leider nicht. Insofern Gefälle, Ablauf am tiefsten Punkt und dann haben Sie natürlich auch eine zuverlässige Dachentwässerung an dieser Stelle. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Der fachgerechte Einbau und natürlich die Wahl des Ablaufes ist ein bisschen abhängig von der sogenannten Belastungsklasse und auch von der Dimension und noch ein paar verschiedenen anderen Faktoren. Das Material zählt dann natürlich auch dazu. Das sollte natürlich an dieser Stelle auch zuverlässig ausgewählt werden. Ich mache mal so einen kurzen Abstecher nochmal in den Chatbereich, gucke nochmal ganz kurz, was es für Fragen gibt. Das sind jetzt keine zusätzlichen Fragen, die jetzt an dieser Stelle eine Rolle spielen. Insofern werden wir die einzelnen Fragen natürlich dann auch im Nachgang beantworten.
Kommen wir zum nächsten Punkt, der Retention und Ableitung. Und da stellt sich natürlich die Frage, kann das ganze Wasser überhaupt in die Kanalisation abgeleitet werden? Die Kanalisation ist natürlich dafür da, nicht nur das Schmutzwasser aus dem Gebäude abzuleiten, sondern auch das Regenwasser. In aller Regel werden dort Mischinstallationen eine Mischkanalisation vorgesehen, beziehungsweise können auch getrennte Systeme sein, sodass das Regenwasser getrennt abgeleitet wird. Aber im Rückstaufall, und das ist ein relativ wichtiger Punkt, haben wir natürlich das Regenwasser auf der Straße stehen und leider nicht nur das Regenwasser, sondern das ganze Wasser, was sich in der Kanalisation ansammelt. Und insofern sieht das nicht ganz so schön aus wie hier. Und Schuld ist im Grunde genommen die Überlastung der Kanalisation, sprich das Wasser, was im Innenstadtbereich anfällt, muss relativ schnell abgeleitet werden. Und das ist oft nicht der Fall, weil wenn wir in die Innenstädte so ein bisschen schauen, sehen wir, dass wir einen relativ hohen Bodenversiegelungsgrad haben und damit auch keine Versickerungsflächen an dieser Stelle zur Verfügung stehen. Den Bodenversiegelungsgrad können Sie im Internet nachvollziehen. Das sind die Dürmblendflächen, die wir hier sehen. Und wir sehen, dass die Kommunen, die eine relativ hohe Bevölkerungsdichte haben, auch relativ stark verdichtet sind, beziehungsweise der Bodenversiegelungsgrad hier relativ hoch ist. Ich habe mal so ein bisschen in die 1986er Jahrhundert geschaut und da gibt es auch natürlich zu diesem Punkt eine Vorgabe. Bei Einleitbeschränkung des Kanalnetzbetreibers muss eine Niederschlagswasserrückhaltung auf dem Grundstück geplant werden und auch einer der wichtigeren Punkte in der Norm, die Notentwässerung darf logischerweise nicht an das Kanalnetz angeschlossen werden, das muss auf eine frei und schadlos überflutbare Grundstücksfläche erfolgen. Die Norm ist das eine, die Entwässerungssatzungen sind das andere und die Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt Thürings, der Stadt Erfurt, sagt ganz einfach, um die hydraulische Überlastung des Kanalnetzes zu vermeiden, kann die Stadt von den Anschlussberechtigten verlangen, dass Niederschlagswasser auf den Grundstücken durch geeignete Maßnahmen zurückgehalten wird. Die Stadt Erfurt gibt jetzt keinen speziellen Wert an, zumindest habe ich das noch nicht gesehen, aber es gibt durchaus Städte, die das tun, die Einleitbeschränkungen vorgeben. Und diese Einleitbeschränkungen erreicht man ganz einfach, indem man sich so ein bisschen mal die Berechnung der Regenwassermenge anschaut. Und da sehen wir, wie gesagt, den Spitzenabflussbeiwert und sehen natürlich auch, dass dieser Spitzenabflussbeiwert, sobald er kleiner wird, ein Teil der Niederschlagsmenge nicht mehr die Kanalisation belastet. Weil zum einen ist natürlich die Regelentwässerung an die Kanalisation angeschlossen. Die muss aber nicht mehr so viel entwässern durch den sogenannten Abflussbeiwert. Und die Notentwässerung, die dann das restliche Überschusswasser ableitet, die muss natürlich auf die Grundstücksfläche entwässern. Insofern haben wir hier natürlich einen Schutz der Kanalisation ganz einfach schon durch die Gründächer vorgegeben. Zum anderen kann man natürlich auch sogenannte Retentionsabläufe vorsehen. Und Retentionsabläufe, da werde ich mal auf die Frage so ein bisschen eingehen, die im Chatbereich kam. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben dort eine definierte Bohrung und diese Bohrung kann dann standardmäßig 0,5, 1,0, 1,5 Liter Wasser vom Dach ableiten und damit kommen wir zum gewissen Aufstau auf dem Dach während des Regens. Aber das ganze Wasser wird abgeleitet und zwar zeitverzögert der Kanalisation zur Verfügung gestellt. Insofern haben wir hier eine planmäßige Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, die natürlich dann auch sich bis zum bestimmten Punkt aufstauen kann. Und dieser bestimmte Punkt ist definiert über den sogenannten Notablauf. Der Notablauf hat eine Höhe X und der leitet dann natürlich das überschüssige Wasser auf eine schadlos überflutbare Grundstücksfläche ab. Insofern eine relativ vernünftige Art und Weise, hier die Kanalisation zu schützen. Und die Kanalisation wird natürlich nicht nur durch sogenannte Retentionsabläufe geschützt, die wird dann durchaus auch durch sogenannte Anstaubewässerungen geschützt. Insofern haben wir hier natürlich die Bohrung etwas höher, wird meistens bei 0 Grad Gefälle Dächern genutzt und diese Kapillaren, die Sie hier sehen, durch durch die gelben Füße in den Retentionsboxen zum Beispiel von der Firma Optigrün dargelegt, die sorgen dann natürlich dafür, dass das Wasser, was auf dem Dach verbleibt, dann auch für die sogenannte Anstaub oder für die Bewässerung des Gründaches zur Verfügung steht. Und damit haben wir natürlich einen schönen Schluss. An dieser Stelle haben wir natürlich den Wasserkreislauf geschlossen. Wir haben zum einen natürlich das Regenwasser, was auf dem Dach fällt und natürlich dann die Verdunstung über die Grünflächen. Und Wasserkreislauf ist natürlich ein schönes Stichwort dann für dich.
Ja, hier nochmal bildlich dargestellt, eben wie wichtig das Gründach für das ganze Klima sein kann, aufgrund Verdunstungskälte, Regenwasserrückhaltung, Regenwassernutzung und Entlastung der Kanalisation. Dazu möchte ich Ihnen aus unserem Haus, aus dem Hause ARCO, gibt es eben kombinierte Lösungsansätze. Gerade unsere Schwestern ARCO Hochbau, ARCO Tiefbau haben hier ganz tolle Lösungen, und in Verbindung mit unseren Dachabläufen, mit unseren Rohrsystemen können wir hier wirklich dazu beitragen, wirtschaftliche Systemlösungen zu bieten. Das kann bereits beginnen beim privaten Häuslebauer, der mittels einer Zisterne eben das anfallende Regenwasser sammelt, speichert und dann zur späteren weiteren Verwendung, zur Gartenbewässerung oder eben auch zur WC-Spülung und so weiter wieder verwendet. Sicherlich ein sehr, sehr sinnvoller und wirtschaftlicher Beitrag, um die Umwelt und die Ressourcen zu schonen. Das geht aber natürlich auch dahin, dass man ganz großflächige Industriegebäude mit sogenannten unterirdischen Retentionsboxen, Zisternenanlagen ausstatten kann. Hier wird im ganz großen Stil eben Regenwasser gespeichert, aufgefangen, um eben dann wieder verwendet werden zu können. Oder wie in diesem Bild gezeigt, da wird diese Retentionsbox als sogenanntes Speichermodul erstmal genutzt. Das heißt, dieses anfallende Regenwasser bei einem Großregenereignis wird mal zwischengespeichert und könnte dann hier zeitversetzt versickern. Das heißt, würde auch nicht in die Kanalisation abgeführt werden, wenn es eben diese Bodenbeschaffenheit zulässt. Oder man geht hier und packt diese Retentionsboxen eben in wasserdichte Folien ein, um wirklich großflächige Zisternen zu bauen, um dann komplett dieses Wasser wieder nutzen zu können und somit, wie gesagt, die Kanalisation zu schützen und wichtige Ressourcen auch einzusparen. Wie gesagt, Ableitung und Retention, das wird in der Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen. Matthias hat schon erwähnt, dass es mittlerweile Städte, Kommunen gibt, die eben ein Einleiten des Dachwassers gar nicht mehr zulassen und nur noch in sehr, sehr geringem Maße. Von daher gesehen ein sehr, sehr wichtiges Thema, das uns zukünftig auch noch mehr beschäftigen wird. Ja, kommen wir zum letzten Thema, und zwar der Wartung. Und der Wortstamm lässt schon vermuten, dass dort gewartet wird. Also es wird so lange gewartet, bis was passiert. Insofern sieht das oft auf den Dächern so aus, dass sich Blätter oder Zweige vor den Dachabläufen ansammeln und dann natürlich die Regenwasserableitung an dieser Stelle verhindern. Es kann aber auch so sein, dass wir eine gewisse Anstaubewässerung haben, die vielleicht nicht ganz planmäßig ist. Und diese Anstaubewässerung, die man hier in dem Bild sieht, es resultiert ganz einfach aus den kleinen Larven, die man dort in Gelb so ein bisschen in dem Bild, in dem Dachaufsatz sieht. In dem Dachaufsatz versteckt sich der Dachablauf, der eigentlich für die Entwässerung zuständig ist. Aber die Ameisen, die auf dem Dach ihr Habitat gefunden haben, die dachten sich, okay, spitze, prima, schön warm, trocken, da bauen wir mal unser Nest rein. Also haben sich sozusagen diese Sedimente genommen, haben sie recht fleißig da reingetragen und damit verhindert, dass der Ablauf seiner Funktion nachkommen kann und das Wasser sich sozusagen hier aufstaut. Was natürlich dann für die Dachbegrünung nicht wirklich positiv ist. An dieser Stelle wurde es glücklicherweise rechtzeitig bemerkt und dann, das muss einfach mal freigeräumt werden, sprich zweimal im Jahr, mindestens im Herbst, muss der ungehinderte Ein- und Ablauf geprüft werden. Reinigung von Schmutzfängen, Einlaufrosten, das muss natürlich erfolgen. So steht es in der 1986 Teil 3. Eine Funktionskontrolle bei einer Heizung muss natürlich stattfinden. Und gerade bei Unterdruckentwässerung müssen die Funktionsteile ordentlich sitzen. Insofern muss hier natürlich fehlende oder defekte Teile auch ersetzt werden. Fehlende oder defekte Teile, da dürfen natürlich keine ersatzenden Maßnahmen stattfinden. Und Ersatzmaßnahmen, da habe ich Ihnen natürlich auch ein schönes Bild mitgebracht. Hier sehen wir eine Dachentwässerung aus Kunststoff, glücklicherweise nicht von uns. Und hier ist ganz einfach was kaputt gegangen und da hat der Hausmeister sich gedacht, okay, hier auch wenn ich die Teile ersetze, schraube ich einfach ein Handwaschbecken drunter. Und das Handwaschbecken, wir sind hier im Außenbereich, eins ist richtig gemacht worden,
Wir sind im frostgefährdeten Bereich, kein Siphon installiert, das ist schon mal gut. Aber hier hätten ganz einfach die Bögen, die wir hier in dem Bild sehen, bei der Kunststoffentwässerung ersetzt werden müssen. Also die Ersatzmaßnahme an dieser Stelle nicht wirklich das Richtige. Insofern Wartung relativ schnell zusammengefasst, zweimal im Jahr, insbesondere im Herbst. Bei Retentionsabläufen muss ich noch dazu sagen, müssen die Wartungsintervalle vielleicht angepasst werden bei dieser Kleinbohrung. Das schreiben wir auch so in unserer EBH hinein. Ansonsten nochmal eine prinzipielle Zusammenfassung. Die Entwässerung muss normgerecht ausgelegt werden. Das gilt natürlich auch so für die Notentwässerung. Dabei müssen natürlich Besonderheiten des Gründaches beachtet werden, sprich der A+-Beiwert. Der Einbau muss natürlich fachgerecht erfolgen, gerade die Abdichtung und der Ablauf. Diese Grenzstelle dazwischen muss natürlich dauerhaft dicht sein. Und dann muss natürlich geguckt werden bei der Planung, können wir das ganze Wasser ableiten oder müssen wir es vielleicht planmäßig auf dem Dach zurückhalten und damit natürlich auch eine Grauwassernutzung oder eine Regenwassernutzung für das Gründach denkbar. Insofern hier natürlich dieses komplexe Thema Gründachentwässerung muss natürlich dann speziell bei der Planung beachtet werden. Und es muss natürlich gewartet werden. Falls Sie... Und das sind die letzten beiden Bilder, die wir im Vortrag jetzt vorbereitet haben. Natürlich, die Entwässerung muss restlos leerlaufen können. Insofern diese Brezel, die Sie hier sehen, nicht wirklich positiv für die Entwässerung. Und sollte Ihnen das Material mal abhanden kommen, können Sie auch gerne solche Eimer nutzen. Aber ein Tipp von uns, schneiden Sie Löcher in die Eimer, dann funktioniert es natürlich auch mit der Dachentwässerung. Ja, insofern... Falls Sie Fragen bei der Planung haben, können Sie auch gerne unsere Architektenberater oder den Werner mit seinen beiden Kollegen, dem Andreas und dem Wolfgang, kontaktieren. Hinter dem QR-Code, den Sie hier sehen, verstecken sich dann die entsprechenden Kontaktdaten. Dieses Blatt kriegen Sie natürlich auch mit dem Handout, können das dann entsprechend den Andreas, den Werner oder den Wolfgang entsprechend kontaktieren. Die Architektenberater stehen natürlich speziell den Architekten zur Verfügung. Da geht es natürlich dann durchaus auch bei Balkonentwässerungen um barrierefreie Zugänge zum Dachbereich. Da können die Kollegen natürlich aussagekräftig weiterhelfen. Und an dieser Stelle bleibt mir natürlich noch zu sagen, stellen Sie Fragen an uns. Einige Fragen sind im Chatbereich aufgelaufen, da werden wir noch mal ganz kurz drauf eingehen. Insofern ist Ihnen schon eine Frage aufgefallen, bevor ich jetzt hier reinlese. Es gab zweimal die Frage des Blitzschutzes, der Blitzschutzanlage, ob die in Verbindung beim Gründach an die Dachabläufe angeschlossen werden müssten. Da wurde speziell auf die Metallabläufe bzw. Ja. Metallrohre eingegangen. Ich kenne mich jetzt nicht so mit der VDI 61. Müsste ich eruieren und würde Ihnen die Frage im Nachgang beantworten. Ist nur ähnlich diese Frage. Genau. Ich denke mal, es geht hier nur um die Abstände der Dachabläufe. Das hatten wir ja vorhin schon mal so ein bisschen beantwortet. Drosselung, in dem Zusammenhang war nochmal die Frage, wie funktioniert bei planmäßiger Regenrückhaltung die Drosselung auf dem Dach und ist überhaupt eine Die Norm, die 1986-100, gibt vor, dass bei Massivdächern auf die Notentwässerung verzichtet werden kann, solange das der statische Nachweis erfolgt. Insofern, gerade bei Massivdächern, eine Notentwässerung nicht zwingend erforderlich, wie gesagt, solange der statische Nachweis da ist. Im Endeffekt ist es so, dass sich das Wasser bis zur Höhe der ATK aufstauen könnte, rein theoretisch. Und das muss natürlich, wie gesagt, berechnet werden. Vielleicht in dem Zusammenhang noch wichtig, wenn auf die Notentwässerung verzichtet werden soll, muss natürlich gewährleistet sein, dass das aufstauende Wasser nicht bei Lichtkuppeln, Türanschlüssen oder Ähnlichem einlaufen kann, bevor es über die ATK läuft. Also das ist natürlich, diese Ansteuerhöhe muss dann schon kontrolliert und auch berücksichtigt werden in der Planung. Dann kommen wir nochmal ganz kurz durch den Fragenbereich. Ich denke mal, dass damit auch viele Fragen beantwortet sind. Wie gesagt, im Nachgang werden wir uns den Chatbereich nochmal anschauen und Ihre Fragen, sollten die nicht beantwortet worden sein, natürlich dann individuell beantworten an dieser Stelle. Insofern sind wir am Ende unseres Vortrages und
Wie gesagt, kontaktieren Sie die Kollegen, wenn Sie Fragen bei der Planung oder aber auch bei der Ausführung haben. Insofern bleibt mir nochmal Ihnen zu danken für Ihre Aufmerksamkeit. Werner, vielen Dank für den ausführlichen Vortrag. Und insofern freue ich mich natürlich, wenn Sie auch bei einem der kommenden Webinare uns begleiten, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.